Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja, meine lieben schönen Menschen, erinnert ihr euch noch an das leidige erste Thema? Richtig, es geht wieder um unseren Darm. Ja, ihr habt richtig verstanden. Unser Darm. Denn Quellen wie der Standard, als auch Deutschlandfunk Nova und auch das sogenannte Magazin KOHA haben jeweils eine Meldung zu diesem Thema rausgehauen. Und weil ich mir dies nicht erleiden tun kann, das wisst ihr ja, muss ich euch wieder mit reinziehen. Links zu den drei Artikeln gibt es natürlich in der Videobeschreibung, also Link zu meinem zweiten Kanal, falls es gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin rund um Autismus ein Brückenkanal, als auch der Link zu meinem David Art Kanal, wo ich meine Comics selber geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und ich würde mal sagen, fangen wir an mit der Standard.de, obwohl er auch manchmal der Standard.at heißt, aber spielt ja jetzt keine Rolle. Der trägt den Titel Ursachensuche, oder? Autismus könnte mit Darmflora zu tun haben. Haben wir das nicht schon vor knapp 3 Jahren von der Bild-Zeitung gelesen? Ich glaube ja. Aber bevor wir uns hier von der Bild-Zeitung ärgern lassen, aufgrund ihres täglichen Verdienstes, zwicker, zwicker, fangen wir lieber gleich an. Dieser Artikel stammt von Thomas Bergmeier. Und zu den Postings werden wir am Ende dieser Reaction kommen. Fang nicht lang drum rum. Los geht's. Ein Forschungsteam entdeckte im Mikrobiom des Darms markante Unterschiede zwischen nicht betroffenen Kindern und solchen mit Autismus-Spektrum-Störungen. Und ich würde mal sagen, machen wir jetzt den Ass-Counter an, der gerade auf 1 ist. Und das Foto, was ich euch nun mal leider nicht zeigen kann, zeigt unten drunter, welche Veränderungen im Gehirn letztlich zu Autismus-Spektrum-Störungen führen, ist immer noch umstritten. Einige Studien stellten zuletzt auch einen Zusammenhang mit der Darmflora her. Ja, genau. Und nach dem Gehirn und der Darmflora ist wahrscheinlich auch unser Geschlechtszeitraum oder was. Kann man sich nicht ausdenken. Weiter geht's. Ein erschreckend hoher Prozentsatz der US-Amerikanerinnen und Amerikaner glaubt, dass gewisse Impfungen, insbesondere gegen Masern, Autismus verursachen können. Falsch. Andrew Wakefield ist ein Oberdulli, der völlig zu Recht keine Lizenz mehr besitzt. Der darf nie wieder praktizieren. Weiter geht's. Auch bei uns tauchte der vielfach widerlegte Mythos während der Corona-Pandemie immer wieder bei Diskussionen rund um die Impfung auf. Der Irrglaube hat bereits einige Jahrzehnte auf dem Buckel und geht auf eine Lancet-Studie des britischen Mediziners Andrew Wakefield aus dem Jahr 1998 zurück. Und für seine Studie hätte er natürlich so eine Ohrfeige verdient, dass alle seine Zähne wegfliegen. Weiter geht's. 2 Jahre nach Wakefields Behauptung, eine Kombinationsimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln führe zur Entstehung von Autismus, konnte die Arbeit als Fälschung entlarvt werden. Wakefield hatte die Daten manipuliert und war von Anwälten für die Publikation bezahlt worden. Und auch diese Anwälte dürfen auch keine Lizenz mehr besitzen. Weiter geht's. Obwohl die Studie unverzüglich zurückgezogen und Wakefield in Großbritannien mit Berufsverbot belegt wurde, hält sich der Autismus-Unsinn bis heute. Leider. Und dass Andrew Wakefield immer noch frei rumlaufen darf? Ebenfalls. Leider. Weiter geht's. Rätselhafte Ursachen. Einer der Gründe dafür mag in dem Umstand zu suchen sein, dass die Auslöser von Autismus oder genauer von Autismus-Spektrum-Störungen, kurz ASD, ja, auch das habe ich mitgezählt, nicht ausreichend geklärt sind. Die Störung mit unterschiedlichen Ausprägungsvarianten stellt in vieler Hinsicht immer noch ein medizinisches Mysterium dar. Das wäre meines Erachtens kein Mysterium mehr, wenn ihr mal aufhören könntet,
Autismus in Zusammenhang mit Störung darzustellen. Unabhängig davon, welcher Sprache. Weil D steht ja nichts anderes auf Englisch als Disorder. Weiter geht's. Klar ist, dass man mit ASD geboren wird und nicht davon geheilt werden kann. Zumindest nach bisherigem Kenntnisstand. Fun Fact: Autismus ist und bleibt nicht heilbar. Auch wenn gleich wieder Namen wie Elon Musk in diesem Artikel auftauchen. Oder zumindest bei den zwei weiteren Artikeln, die gleich rezitiert werden. Weiter geht's. Rund 80.000 Menschen sind in Österreich davon betroffen. Oft macht sich eine ASD bereits vor dem dritten Lebensjahr bemerkbar. Sollen wir wieder mal den... Meine Güte, ich komm nicht darauf klar, Leute. Ich komm echt nicht darauf klar. Warum muss ich mich ständig wiederholen? Ich meine, das nervt. Ich meine... Kinders. Rund 80.000 Menschen sollen von Autismus betroffen sein. Rund 80.000 Menschen sollen dem Autismus-Spektrum zugehörig sein. Das wollt ihr mir ernsthaft erzählen. Also, nochmal von vorne. Auf ein neues. Laut der 1%-Quote würdet ihr weit daneben liegen. Denn sonst hätte es rund 90.000 sein müssen. Aber laut dem aktuellen Stand von einer weltweiten Autismusquote von 3% sind wir schon bei 270.000 rund. Oder genauer gesagt 273.143. Da kann doch was nicht stimmen. Also mein Standardpunkt.at. Bitte nochmal korrigieren. Vielen Dank. Weiter geht's. Bei weniger stark ausgeprägten Formen werden entsprechende Diagnosen aber auch erst im Erwachsenenalter gestellt. Manchmal auch niemals. Und niemals, das ist halt immer eine traurige Sache, wenn die Diagnose einfach verwehrt bleibt. Bis zum Lebensende. Und das wünsche ich niemanden, der wirklich den Verdacht äußert, selbst im Autismus-Spektrum dazu zu gehören. Also keine Diagnosen zu bekommen, ist einfach nur schrecklich. Weiter geht's. Überfordert vom sozialen Miteinander. Das Spektrum reicht von in ihrer Intelligenz stark beeinträchtigten Kindern, die gar nicht sprechen und auch später kein selbstständiges Leben führen können, bis hin zu leichten ASD vom Level 1. Im Allgemeinen als Asperger-Syndrom bekannt. Ja klar. Schreibt doch gleich, Einser Klasse 1. Meine Güte. Das sind diejenigen, die halt in Parallelwelten reisen können. Ich könnte gleich wieder kotzen gehen, wisst ihr das? Ach ja, warum eigentlich Einser Klasse 1? Es gibt ja noch weitere Klassen. Einser Klasse 2... Diejenigen im Autismus-Spektrum, die sehr gut mit Mathe umgehen können und ähnliche Fähigkeiten besitzen, als auch Einser der Klasse 3, die keine Fähigkeiten haben und trotzdem normales Leben führen können. Dann haben wir noch Einser der Klasse 4, die zwar schwerstbehindert sind, aber immer noch selbstständig leben können. Und natürlich Einser der Klasse 5, die halt ziemlich schwerbehindert sind und nicht alleine leben können. Meine Güte. Diese Level 1 Gequatsche nervt. Wisst ihr das? Weiter geht's, komm. Die häufigsten Begleiterscheinungen sind eine starke Fixierung auf gewisse Dinge oder Themen und zwanghaftes oder stereotypes Verhalten. Im Vordergrund steht oft eine Überforderung mit all den Umweltreizen, die fortlaufend auf einen niederprasseln. Reizfilterschwäche, wohlgemerkt, ne? Weiter geht's. Vor allem aber gehen mit ASD Probleme bei der sozialen Kommunikation einher. Für Autisten ist die Interaktion zwischen Menschen eine komplexe, kaum zu entschlüsselnde Angelegenheit. Für dich betroffene Personen völlig selbstverständliche Zusammenhänge erschließen sich ihnen kaum. Gesten, Mimik, sprachliche Zweideutigkeiten sind für Menschen mit ASD stets ein großes Rätsel, oder wie es richtig heißen sollte. Für dich betroffene Personen völlig selbstverständliche Zusammenhänge erschließen sich ihnen kaum.
Gesten, Mimik, sprachliche Zweideutigkeiten sind für Menschen im Autismus-Spektrum stets ein großes Rätsel. Weiter geht's. Genmutation. Die biologischen Mechanismen dahinter sind umstritten und allenfalls in Ansätzen verstanden. Zahlreiche Studien lieferten viele Hinweise auf mögliche Ursachen, doch ein einheitliches Bild ergab sich bisher nicht. Immerhin zeigte sich in klinischen und Laborstudien ein kausaler Zusammenhang zwischen einigen Genmutationen und ASD. Wie diese genetischen Varianten zur Entwicklungsstörung des Gehirns führen, blieb dagegen bislang weitgehend unklar. Und der S-Counter ist mal wieder am Zählen. Weiter geht's. Nun haben chinesische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine weitere mögliche Quelle für ASD ausgemacht. Es scheint, als würden bestimmte bakterielle und nicht bakterielle Komponenten der Darmflora einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung von ASD leisten. Behauptet die Bild-Zeitung auch. Weiter geht's. Die im Fachjournal Nature Microbiology veröffentlichten Ergebnisse weisen auf eine spezielle Untergruppe des Mikrobioms im Darm als Auslöser hin. Und das Bild, was ich euch leider nicht zeigen kann, weil sonst wäre das Video halt gleich gesperrt, zeigt, die Darmflora besteht aus unzähligen Mikroorganismen und Viren. Ihre Zusammensetzung und Wechselwirkung haben großen Einfluss auf die unterschiedlichen Körperfunktionen, die Verdauung ist dabei nur ein kleiner Teil. Ja, wenn es auch nur so ein kleiner Teil ist, warum wird das so groß thematisiert? Verstehe ich nicht, aber weiter geht's, komm. Liegt's an der Darmflora? Ja, wiederholt euch den auch öfter. Weiter geht's. Neu ist ein solcher Zusammenhang keineswegs. Sag ich doch. Spätestens seit die Bild-Zeitung das damals veröffentlicht hatte, übrigens die allererste Reaction auf diesem Kanal überhaupt, ne, hat dieses Thema große Wellen geschlagen. Mal öfter, mal weniger oft. Weiter geht's. Bereits frühere Untersuchungen hatten entsprechende Möglichkeiten im Visier. Die meisten davon hatten sich jedoch auf Unterschiede in der Zusammensetzung der Bakterien im Darm von Personen mit ASD im Vergleich zu gesunden Personen konzentriert. Andere Mitglieder des Darmmikrobioms, etwa Pilze, Archaeen und Viren, waren bisher weitgehend außen vor geblieben. Um diesen Faktoren auf den Grund zu gehen, hat ein Team um Xi Feng von der chinesischen Universität Hongkong Stuhlproben von 1627 männlichen und weiblichen Testpersonen aus China im Alter zwischen 1 und 13 Jahren genetisch untersucht. Die Probandinnen und Probanden stammten aus 5 Kohorten und setzten sich aus Kindern mit und ohne ASD zusammen. Meine Güte. Schon wieder diese Stuhlprobengeschichten. Meine Güte. Ich blick da echt nicht mehr durch. Die armen Kinder. Weiter geht's. Hilfe per KI, also künstliche Intelligenz wohlgemerkt. Die Informationen aus der metagenomischen Sequenzierung glichen die Forschenden mit Daten über weite Faktoren wie Ernährung, medikamentöse Behandlungen und zusätzliche Erkrankungen ab. Nachdem diese Störfaktoren identifiziert und ausgesondert worden waren, entdeckte das Team 14 Archaeen, 51 Bakterien, 7 Pilze, 18 Viren, 27 mikrobielle Gene und 12 Stoffwechselwege, die bei Kindern mit ASD verändert waren. Oder wie es richtig heißen sollte. Nachdem diese Störfaktoren identifiziert und ausgesondert worden waren, entdeckte das Team 14 Archaeen, 51 Bakterien, 7 Pilze, 18 Viren, 27 mikrobielle Gene und 12 Stoffwechselwege, die bei Kindern im Autismus-Spektrum verändert waren. Weiter geht's. Der Einsatz einer KI schließlich untermauerte den Verdacht, dass hier ein Zusammenhang bestehen könnte. Anhand eines Modells, das auf einem Panel von 31 Mikroorganismen, Viren und Funktionen basierte, gelang es Ng und ihren Kolleginnen und Kollegen, mit hoher diagnostischer Genauigkeit Männer und Frauen mit ASD zu identifizieren. Oder wie es richtig heißen sollte. Anhand eines Modells, das auf einem Panel von 31 Mikroorganismen, Viren und Funktionen basierte, gelang es NG und ihren Kolleginnen und Kollegen mit hoher diagnostischer Genauigkeit Männer und Frauen im Autismus-Spektrum zu identifizieren.
Und jetzt zu den neuen Diagnosemöglichkeiten. Das Team ist davon überzeugt, dass diese 31 Marker angesichts ihrer Reproduzierbarkeit über mehrere Kohorten hinweg ein hohes klinisches Diagnosepotenzial haben könnten. Reproduzierbarkeit. Ja, wir Menschen im Autismus-Spektrum haben das Recht, Kinder zu kriegen. Oder ist es mittlerweile... Och, Kinders. Ich dachte, wir sind im Jahr 2024. Und nicht um die 100 Jahre zurück. Kann man sich nicht ausdenken. Weiter geht's, komm. Fachkollegen sehen dies ähnlich optimistisch. Die Studie erweitert unser Verständnis durch die Einbeziehung von Pilzen, Archaeen und Viren, während sich frühere Studien weitgehend auf die Rolle von Darmbakterien bei Autismus konzentriert haben, erklärte Bismadev Chakrabarty von der University of Reading in England, der nicht an der Arbeit beteiligt war. Die Ergebnisse stimmen mit früheren Studien überein, die eine geringere mikrobielle Vielfalt bei autistischen Personen zeigen. Wie es richtig heißen sollte. Die Ergebnisse stimmen mit frühen Studien überein, die eine geringere mikrobielle Vielfalt bei Personen im Autismus-Spektrum zeigen. Weiter geht's. NG und ihr Team räumen freilich ein, dass sich aus den Ergebnissen vorerst noch keine direkten kausalen Schlüsse ziehen ließen. Der Auslöser von Autismus-Spektrum-Störungen bleibt damit weiterhin nebulös, wenn auch offenbar Zusammenhänge mit dem Mikrobiom existieren dürften. Spannend sei in jedem Fall, dass sich auf Grundlage der Studie mit mikrobiellen Markern neue Möglichkeiten zur Früherkennung von Autismus eröffnen. Und das hoffen wir natürlich auch. Und zu den Kommentaren kommen wir dann viel, viel später. Kommen wir aber jetzt zu der Quelle von Deutschlandfunk Nova, der auch ein Radioprogramm hat, der den Titel trägt. Autismus in Darmflora nachweisen. Fangen wir nicht lang drum rum. Los geht's. Eine Autismus-Spektrum-Störung zu diagnostizieren ist nicht einfach. Dafür werden in der Regel viele Faktoren mit einbezogen, die sich auf die Verhaltensweisen der Betroffenen beziehen. Möglicherweise könnte das in Zukunft einfacher gehen, indem das Darmmikrobiom untersucht wird. Meine Güte. Aber es geht leider auch weiter. Ein Forschungsteam aus Hongkong hat Stuhlproben von über 1600 Kindern zwischen 1 und 13 Jahren ausgewertet. Dabei fielen unter anderem verschiedene Bakterien, Pilze, Viren und Stoffwechselwege auf, die bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen verändert waren. Oder wie der letzte Satz richtig heißen sollte. Dabei fielen unter anderem verschiedene Bakterien, Pilze, Viren und Stoffwechselwege auf, die bei Kindern im Autismus-Spektrum verändert waren. Weiter geht's. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin National Microbiology, dass sie so 31 Marker herausfiltern konnten. Mithilfe einer künstlichen Intelligenz konnten sie auf diese Weise sehr genau diagnostizieren, ob ein Mann oder eine Frau eine Autismus-Spektrum-Störung hat. Autismus-Spektrum heißt das. Meine Güte, ich... Was soll ich dazu auch sagen? Nein. Nicht umschalten. Wir sind noch nicht fertig mit diesem Video. Wir haben auch nicht mal die Kommentare durchgelesen von der ersten Quelle. Aber okay. Kommen wir nun zu dem Magazin Koha, der den Titel trägt. Lifestyle. Autismus kann anhand von Stuhlproben diagnostiziert werden. Und wenn ich euch das Mikrobiom als Foto zeige, dann wird das Video sowieso gesperrt. Weil das ist eklig. Und dieser Artikel wurde übersetzt von Vita Abrashi Kaitazi und über sie steht keine Info drin, dafür aber mit drei Beispielartikeln, wie zum Beispiel Dua Lipa kommt, in Anführungsstrichen, nach Hause. Na, sie ist doch schon zu Hause. Sie hat doch ihr eigenes Zuhause, oder etwa nicht? Ich meine... Zu Hause ist ja der Ort, in dem man auch seinen Wohnsitz hat. Und unten drunter steht, die weltberühmte Albanerin Dua Lipa sagte, dass sie heute nach dem Aufwachen den schönsten Morgen erlebt habe. Den schönsten Morgen. Was könnte das wohl sein? Sie ist neben mir aufgewacht. Evel Martin, das geht nicht, du bist schwul.
Wieso das denn? Ja, habe ich doch oft genug hier Beispiele gezeigt. Also, da gibt's keinen Weg zurück. Was weißt du schon, du Pusbacke? Dua Lipa ist echt die scharfe Braut. Ach was. Du meinst meine scharfe Braut. Denn es ist immer noch meine Traumfrau und nicht deine Apple Martin. Du bist so ein... Ich könnte dir alle klatschen. Versuch's doch mal, dann zeige ich dich an. Arschloch. Selber. Oder noch ein Beispielartikel zu Dua Lipa. Dua Lipa mit der neuen, in Anführungsstrichen, Illusion. Die weltberühmte Sängerin albanischer Herkunft Dua Lipa hat gestern Abend den Videoclip zum Lied Dua Lipa Illusion veröffentlicht. Ja, warum muss ausgerechnet das Thema Albanien erwähnt werden? Ich meine, wir wissen ja alle, dass Dua Lipa kein Künstlername von ihr ist, sondern ihr richtiger Name. Und dass sie auch mehrere Geschwister hat. Aber das so groß rausposaunen jedes Mal? Naja, das macht man doch bei vielen Prominenten auch nicht so. Weiter geht's. Oder es geht ja mit dem dritten Beispielartikel noch weiter, auch wenn es jetzt nicht mit Dua Lipa zu tun hat. Der Albaner, der auf Rihannas Depression hinwies. Und da steht, Kushtrim Kunuszewski ist der Grafikdesigner, der die neuen Fotos der weltberühmten Sängerin aus Punkt retuschiert hat. Und dieses Punkt wurde retuschiert, weil man die Herkunft von Rihanna irgendwie zensieren will. Ich meine, diese Quelle, oder zumindest diese Autorin, erwähnt von Dua Lipa und von dem Kushtrim Kunuszewski halt, dass die aus Albanien stammen. Aber wenn es um Rihanna geht, da hört natürlich halt dieses Länder-Outing auf, oder was? Kann man sich nicht ausdenken. Fuck mich lang drum rum, kommen zum Artikel zurück. Los geht's. Forscher finden Unterschiede im Mikrobiom von Menschen mit Autismus. Oder wie es richtig heißen sollte, Forscher finden Unterschiede im Mikrobiom von Menschen im Autismus-Spektrum. Weiter geht's. Die Hoffnung auf eine schnellere Diagnose wächst. Ja, dann hoffen wir es mal. Aber doch noch nicht, wenn es um den Darm geht. Ich meine, muss das sein? Weiter geht's. Wissenschaftler haben Hoffnung auf einen schnelleren und kostengünstigeren Autismus-Test geweckt, nachdem sie Unterschiede im Darmmikrobiom von Menschen mit und ohne Autismus festgestellt haben. Oder wie es richtig heißen sollte. Wissenschaftler haben Hoffnung auf einen schnelleren und kostengünstigeren Autismus-Test geweckt, nachdem sie Unterschiede im Darmmikrobiom von Menschen im als auch außerhalb des Autismus-Spektrums festgestellt haben. Weiter geht's. Und nein, Samsung, ich brauche jetzt kein weiteres neues Handy. Ich meine, ein faltbares Handy, schön und gut, aber muss man das unbedingt haben? Ein S24 Ultra reicht doch völlig aus. Weiter geht's. Die Studie legt nahe, dass routinemäßige Stuhlanalysen Ärzten helfen könnten, Autismus schneller zu erkennen, was bedeutet, dass Menschen viel früher eine Diagnose erhalten könnten als die langwierigen Verfahren, die derzeit in Kliniken durchgeführt werden, so The Guardian. Ja, da würde ich doch besser in eine Klinik gehen, als ständig hier mich hier hinten abtasten zu lassen. Ich meine, das lässt sich doch kein Erwachsener mit sich machen. Aber da es ja um Kinder zwischen 1 und 13 Jahren geht, es ist ein ganz anderes Kapitel. Aber jetzt zum nächsten Abschnitt. Normalerweise dauert es 3 bis 4 Jahre, bis Autismus bestätigt wird, wobei die Diagnose bei den meisten Kindern im Alter von 6 Jahren gestellt wird. Da kann ich da nur sagen, wenn die Diagnose-Warteliste sogar 3 bis 4 Jahre andauert, meine Güte, dann scheint die Wartelisten richtig explodiert zu sein. Aber muss man das glauben?
Aber gut, vielleicht ist es ja in China der Fall, dass man 3 bis 4 Jahre auf eine Autismusdiagnose warten muss. Kann sein. Aber doch nicht in Deutschland bzw. Österreich. Da dauert's doch nicht so lange. Oder? Aber wie gesagt, wenn man besonders viel Glück hat, dann wird die Diagnose ganz schnell gestellt werden. Weiter geht's. Biomarker unseres Mikrobioms sind bei Kindern unter 3 Jahren aktiver, was bei der Früherkennung hilfreich sein kann, sagte Professor Qi Su von der Universität Hongkong. Su und ihre Kollegen analysierten Stuhlproben von 1627 Kindern im Alter von 1 bis 13 Jahren, von denen einige an Autismus litten. Erstens mal. Warum hört man hier an anderen Professor als von dem Professor aus dem ersten Artikel? Meine Güte, ich könnte ganz ruhig, Martin, ganz ruhig. Also nochmal. Und zweitens, wir leiden nicht an unserem Autismus selbst, sondern wohl eher an der Umgebung um uns herum. Besonders in der Umgebung, wo halt Stuhlproben einfach so entnommen werden, als würden sie etwas bringen. Es ist eklig. Weiter geht's. Sie analysieren die Proben, um festzustellen, welche Bakterien vorhanden waren, und hatten dasselbe für Viren, Pilze und andere Mikroben, die Archaeen genannt werden. In der National Microbiology veröffentlichten Studie erklärten die Forscher, wie sich die Darmmikroben zwischen Kindern mit und ohne Autismus unterscheiden. Von 51 Bakterienarten wurden bei autistischen Kindern 18 Viren, 14 Archaeen, 7 Pilze sowie Dutzende Stoffwechselwege unterschieden. Wie es richtig heißen sollte. Von 51 Bakterienarten wurden bei Kindern im Autismus-Spektrum 18 Viren, 14 Archaeen, 7 Pilze sowie Dutzende Stoffwechselwege unterschieden. Weiter geht's. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz, kurz KI, konnten Wissenschaftler autistische Kinder anhand von 82 Mikroben und biologischen Funktionen im Verdauungssystem mit einer Genauigkeit von 31% identifizieren. Oder wie es richtig heißen sollte. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz, kurz KI, konnte Wissenschaftler Kinder im Autismus-Spektrum anhand von 82 Mikroben und biologischen Funktionen im Verdauungssystem mit einer Genauigkeit von 31% identifizieren. Weiter geht's. Während genetische Faktoren bei Autismus eine wichtige Rolle spielen, kann das Darmmikrobiom zu dieser Erkrankung beitragen, indem es Immunität schafft, Neurotransmitter produziert und Stoffwechselwege betreibt. Autismus ist keine Krankheit. Koha.net. Und jetzt mache ich da einen kleinen Cut und schaue nach, was das für ein Magazin ist. Also Koha ist eine ganz normale Nachrichtenseite. Na, so normal kann es ja nicht gewesen sein, wenn sie zum Thema Autismus so einen Müll schreiben. Weiter geht's. Dies bedeutet nicht unbedingt einen Kausalzusammenhang, sondern deutet darauf hin, dass das Mikrobiom die Schwere des Autismus oder die Ausprägung des Autismus-Spektrum-Symptome beeinflussen kann, sagte Su. Symptome. Schwere. Hört auf mit dem Blödsinn. Autismus ist keine Krankheit. Aber das lernen die wahrscheinlich nie. Weiter geht's. Das Team untersucht nun, ob bei Kindern im Alter von einem Jahr anhand von Stuhlproben eine Diagnose gestellt werden kann. Dr. Dominic Fasi vom King's College in London sagte, dass diese Ergebnisse sehr bedeutsam seien und dass noch weitere Studien durchgeführt werden müssten, um sie zu bestätigen. Dr. Elisabeth Lund, eine unabhängige Beraterin für Magen-Darm-Gesundheit, sagte, dass die Idee, Code zur Diagnose von Autismus zu analysieren, sehr vielversprechend sei, da die vorhandenen Methoden zu langwierig seien. Ich würde aber sagen, Code zur Untersuchung ist langwierig. Und dementsprechend auch eklig. Weiter geht's. In den letzten Jahren ist die Autismusrate vor allem aufgrund der größeren Sensibilisierung und der Erweiterung der Diagnosekriterien gestiegen.
Und zwar so, dass wir mittlerweile eine weltweite Autismusquote von 3% haben. Weiter geht's. Man geht davon aus, dass in Großbritannien und westlichen Ländern etwa einer von 100 Menschen dem Autismus-Spektrum angehört. Falsch. Mittlerweile sind es 3 von 100 Menschen. Weiter geht's. Zwillingsstudien haben gezeigt, dass 60 bis 90% des Autismus das Ergebnis einer genetischen Störung sind. Aber auch andere Faktoren tragen dazu bei, wie zum Beispiel ein höheres Alter der Eltern, Geburtskomplikationen, die Belastung durch verschmutzte Luft und einige Pestizide während der Schwangerschaft. Meine Güte. Höheres Alter der Eltern, das hatten wir doch auch schon mal gehabt. In einigen Reactions. Es mag zwar verwerflich klingen für einige, aber wenn man sich lange ein Kind wünscht und es geht erst sehr spät in Erfüllung, denn ich hätte kein Problem damit, erst nach dem 40. Lebensjahr Vater zu werden. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Andersrum vor dem 40. Lebensjahr auch genauso. Weiter geht's. Wissenschaftler wissen seit langem, dass Menschen mit Autismus weniger Varianten von Darmbakterien haben, aber ob dies auf Autismus zurückzuführen ist oder ob Autismus nur dazu beiträgt, muss noch weiter diskutiert werden. Oder wie dieser letzte Abschnitt richtig heißen sollte. Wissenschaftler wissen seit langem, dass Menschen im Autismus-Spektrum weniger Varianten von Darmbakterien haben, aber ob dies auf Autismus zurückzuführen ist oder ob Autismus nur dazu beiträgt, muss noch weiter diskutiert werden. Was soll ich dazu sagen, Leute? Kommen wir nun zu den Kommentaren. Da bin ich mal gespannt, was auf der standard.de bei der Kommentarfunktion hier geschrieben wurde. Ich bin mal gespannt. Da schrieb zum Beispiel jemand: Ich bin 1997 im Alter von 6 Jahren mit Asperger diagnostiziert worden. Dank Wakefield haben sich meine Eltern sehr, sehr schwere Vorwürfe gemacht, dass sie wegen der Impfung, die ich bekam, schuld daran seien. Sie hatten es nicht einfach. Ich kann mich, obwohl es doch lange her ist, sehr gut daran erinnern. Eigentlich sind sie nicht empfänglich für so etwas. Aber das kam Wakefield quasi im richtigen Moment. Ja, wenn man halt 1997 diagnostiziert wurde und ein Jahr später kam Wakefield mit so einem Blödsinn, dann glauben die Eltern das auch noch. Aber mittlerweile sollte die Vernunft eingekehrt sein und die Sache mit Autismus und Impfung hätte sich endlich erledigt. Und die Eltern hätten sich wenigstens um eine Entschuldigung einsetzen müssen. Und jetzt kommen wir zu einer richtigen Antwort auf diesen Kommentar. Wakefield wollte eine eigene Impfung verkaufen und hat gegen die Kombi-Impfung Lügen gestreut. Der Mann war nichts anderes als ein Krimineller. Ganz genau. Und er hat völlig zu Recht keinen Arztlizenz mehr. Weiter geht's. Da schrieb zum Beispiel ein sogenannter Jacek Ruszycka folgendes. Autismus gleich Krankheit? Fragezeichen. Obwohl er eigentlich Ausrufezeichen schreiben wollte. Aber lesen wir einfach. Weil hier jemand wieder auf politische Korrektheit geachtet hat, was jemanden körperlich oder geistig einschränkt, hat einen Krankheitswert und gilt damit sehr wohl als Krankheit. Selbst wenn jemand ein leichter Asperger in der sozialen Interaktion einschränkt, ist so jemand letzten Endes krank. Ist so. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Reaktionen zu diesem Dulli. Hier die erste Antwort. Die meisten neurotypischen Menschen sind auch in der sozialen Kommunikation mit Asperger-Autisten eingeschränkt. Sind die dann auch, in Klammern, alle krank? Und die zweite Antwort dazu. Dreimal dürfen Sie raten. BS. Oder hier die dritte Reaktion. Falsch. Ist nicht so. Einfach Behauptungen aufzustellen, wenn man sich nicht auskennt, führt wieder zur Verbreitung von Fehlinformationen. Autismus ist keine Krankheit, sondern eine Entwicklungsstörung und man kann bei stärkerer Ausprägung eine Behinderung dadurch haben. Man ist aber nicht krank. Also die Entwicklungsstörung hätte ich hier ganz gestrichen, aber... Na gut.
und hier die letzte Reaktion. Und wenn jemand zum Beispiel nur schüchtern, also ebenfalls in der sozialen Interaktion eingeschränkt ist, ist er dann auch krank? Weitere Antworten finden wir nicht, weil hat ihm wohl die Sprache verschlagen. War wohl ein Troll. Und jetzt gucken wir nach, was noch so dabei wäre. Obwohl wir schon bei späteren Diagnosen wären. Da schrieb jemand, erst im Alter von 60 Jahren erfuhr ich, dass ich Asperger bin. Nein, ich bin deshalb nicht krank und auch nicht eingeschränkt. Ich verfüge über wunderbare Eigenschaften, die mich von anderen Menschen unterscheiden. Wer das als Krankheit bezeichnet, irrt sich. Und hier eine Antwort dazu. Wir haben halt angefangen vom Rassenbahn, ein paar sehr schwierige Kapitel bezüglich Abweichungen, Störungen, Einschränkungen, Behinderung und Krankheit mitzuschleppen. Auch sprachlich. Begriffe wie Inklusion oder Barrierefreiheit waren lange, sehr lange alles andere als selbstverständlich. Und außerdem muss es doch mal möglich sein, dass richtige Inklusion, dass auch wir Menschen im Autismus-Spektrum mit dabei sind und dazugehören wollen, richtig und wichtig. Alles andere ist einfach nur falsche Inklusion. Weiter geht's. Und da schrieb auch jemand, keine direkten kausalen Schlüsse ziehen ließen. Der Standard schreibt aber gleich von möglicher Ursache und Quelle. Und die Antwort dazu? Auch wenn die Kausalität ungeklärt ist, kann man von einer möglichen Ursache sprechen, wenn die Wahrscheinlichkeit größer als Null ist. Schließlich bezweckt dieses Forschungsprojekt herauszufinden, ob es da Kausalitäten gibt. Und da gibt es noch ein Beispiel, welches auch die Auffassung mit mir teilt. Ich warte noch auf einen Artikel über Autismus, der nicht voller Fehler und Vorurteile ist. Autismus ist keine Krankheit, sondern eine andere Art der Wahrnehmung. Medizinisch ist es als Störung oder Behinderung definiert, nicht als Krankheit. Asperger wird nicht mehr verwendet und alle Ausprägungen des Autismus unter dem Begriff Autismus-Spektrum-Störung, den man übrigens im Deutschen als AS, nicht ASD, abkürzt zusammengefasst, weil man festgestellt hat, dass sich die unterschiedlichen Arten nicht trennen lassen und alles im Grunde die gleiche Störung ist. Warum ist von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Probanden und Probandinnen die Rede, aber es wird nur Autisten geschrieben. Eine weibliche Form wäre auch hier angebracht. Die Antwort dazu? Uff ja, fand auch das Verbinden von Nonverbalität und stark beeinträchtigter Intelligenz sehr problematisch. Leider wird in Österreich noch zu einem großen Teil das veraltete ICD-10 verwendet, wo Asperger noch dabei ist. Ich hatte vor ein paar Monaten meine Diagnose und wurde noch mit Asperger diagnostiziert. Oder hier schrieb ein gewisser Bastard folgendes dazu. Wakefield hatte die Daten in Anführungsstrichen getürkt. Ernsthaft? Da möchte ich gleich los Österreichern. Ja, ich denke mal, das Los Österreicher ist ja auch nicht mehr nötig, denn Wakefield hat ja keine Lizenz mehr. Aber und hier schrieb ein sogenannter Hello Dolly, die hat folgendes geschrieben. Also, eigentlich ist jeder Mensch Autist. Bei den meisten merkt man es nicht. Bei einigen merkt man es. Bei wenigen merkt man es stark. Oder wie sie eigentlich schreiben würde. Eigentlich hat jeder Autist große Möpse. Bei den meisten merken sie die großen Brüste nicht. Bei einigen merken sie es. Und bei wenigen merken sie die großen Brüste stark. Dolly Buster, hör auf rum zu spammen. Ich spamme nicht rum. Ich bin sowieso die schönste Frau auf der ganzen Welt. Ja, das verstehe ich, Dolly Buster, aber was hast du denn zum Thema Autismus überhaupt beizutragen? Ich meine, in den Archiven tauchst du so gut wie gar nicht auf. Ach, was weiß ich? Ich wollte nur mich wieder nützlich machen. Kannst du gerne haben, aber bitte. Bleibt bitte sachlich. Zumindest ab jetzt, okay? Na gut.
Gut, dann gucken wir dann mal nach. Ja, Leute, bei knapp 300 Kommentaren müssen wir halt das Beste halt raussuchen. Und was uns triggert, wird vorgelesen. Und hier kommt der nächste Kommentar. Warum wird bereits im ersten Satz suggeriert, dass Menschen mit Autismus nicht gesund sind? Das heißt nicht gesund, es heißt neurotypisch in diesem Zusammenhang. Und die Antworten dazu erspare ich mir jetzt lieber, weil das ist zu triggerhaft. Hier schrieb jemand, als jemand, der mit 35 mit Asperger diagnostiziert wurde. Nein, danke, ich will nicht in Anführungsstrichen geheilt werden und als krank sehe ich mich schon gar nicht. Wenn ich sowas lese, geht mal schon das Geimpfte auf, pun intended. Ganz im Gegenteil. Ich funktioniere in manchen Bereichen sogar besser, bin effizienter, aufmerksamer und kann bis zu 10 Stunden am Stück arbeiten, ohne dass mir auffällt, dass ich keine Pause gemacht habe. Egal ob beruflich oder daheim. Menschen sagen mir schon mein ganzes Leben lang, dass sie es lieben, mit mir zu reden, weil ich nicht durch die Blume rede und ein guter Zuhörer bin. Muss ich sonst, verstehe ich die Zusammenhänge nicht, lol. Der einzige Nachteil an dieser Erkrankung, was es per se nicht ist, das Hirn funktioniert nur anders, ist, dass meine soziale Batterie schnell leer wird. Und da schreibt zum Beispiel jemand als Antwort, wurde mit 34 diagnostiziert und während ich auch nicht geheilt werden möchte, hatte ich durchaus mein ganzes Leben lang Probleme, die mit meinem Autismus zusammenhängen. Zum Beispiel tue ich mich schwer, Gefühle zu identifizieren. Ich muss manchmal in der Nacht noch einmal analysieren, um zu verstehen, was ich wirklich gefühlt habe. Exekutive Dysfunktion ist auch ein großes Problem bei mir. Ich schaffe es nicht, einen Job länger als ein Jahr zu halten, bevor ich Burnout-ähnliche Zustände bekomme. In Klammern, obwohl das wohl eher ein Problem des Kapitalismus ist. Ich hatte einen großen Teil meines Lebens Shutdowns, die dann zu wochenlang depressiven Phasen wurden. In letzter Zeit durch Unmasking eher Meltdowns, was besser ist, aber auch nicht toll. Meine Güte. Und hier der nächste Kommentar. Sorry, aber dieser Artikel ist echt nicht gut geschrieben. Autismus-Spektrum als Krankheit gesunden Menschen gegenüberzustellen, den Ausdruck getürkt verwenden, wirkt, als wäre der Artikel vor langer Zeit geschrieben worden. Mehr Sensibilität im Wording täte gut. Also, dieser Artikel ist ja vom 9. Juli 2024, also so alt kann der Artikel auch nicht gewesen sein. Aber okay. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns die weiteren Antworten an. Und nun zum nächsten Kommentar. Klar ist, dass man mit ASD geboren wird. Wenn dem so ist, wird die Darmflora, die bei einem Neugeborenen noch steril ist, doch keine Auswirkungen haben können. Einziger konkreter Schluss wäre, ASD hat Einfluss auf die Darmflora. PS an Wakefield. Seine Studie, deren Ergebnisse er noch fälschen musste, obwohl einige der ausgewählten Säuglinge, wie man aus der Krankengeschichte nachlesen konnte, noch vor der Impfung autistische Züge hatten und fast 12, in Klammern, in Worten 12, dreimal Ausrufezeichen, Säuglinge. Und hier eine konstruktive Kritik an die Quelle der Standard.de. Bitte gescheit recherchieren. In dem Artikel werden diverse Vorurteile über Autistinnen munter weiter verbreitet. Autismus ist keine Krankheit, sondern eine andere Art der Wahrnehmung. Es gibt keinen Grund, irgendwas zu heilen, denn es handelt sich nicht um eine Krankheit. Und Autismus sollte auch nicht als etwas Defizitäres betrachtet werden. Autistinnen nehmen die Welt anders wahr, nicht schlechter. Finde überraschend, dass das in einer Qualifikationszeitung keinem auffällt. Meine Güte. Und das waren die ganzen Kommentare. Und jetzt meine Frage an euch, was hattet ihr zu den drei Meldungen? Schreibt es gerne in die Kommentare eure Meinung, als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und morgen werden wir über das ZAKS berichten, also dieser aktuelle insolvente Autismus-Therapie-Zentrum in Südbaden. Und ich würde mal sagen, ciao, Leute!